Hallo, hallo. Ich bin Aref Iqbal und Sie sehen gerade WNS News. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ja. Mir geht's eigentlich ganz gut. Hätte vielleicht auch ein bisschen mehr schlafen können, aber grundsätzlich geht's mir gut, ja. Aber wie gesagt, ne, der Montag ist geschafft. Das Schlimmste ist überstanden. Ja, aber da müssen wir ja alle durch. Von daher, wem erzähle ich das, ne? So. Wir sind, soweit ich mich erinnern kann, ich komme gerade nicht in unsere Missionsübersicht, in der vorletzten Main-Quest-Mission. Und ja, vielleicht gibt es dann heute Finale. Ich weiß noch nicht so richtig, wie wir das Finale triggern, aber das kriegen wir schon irgendwie raus. Und falls wir heute noch nicht Finale haben, dann vielleicht am Sonntag. Uns stresst ja niemand, wir haben ja Zeit. Ja. Ich erkundige mich mal ein bisschen nach Rogue. J. Percy Hackworth, ist das echt der Name? Wen interessiert's? Hast deine Vorauszahlung doch bekommen, oder? Und wir suchen nach einem Buch? Sieht aus wie ein Buch, ist aber Nano, interaktiv. Ich habe auch keinen Scan. Eine Art Prototyp. Frage ist, wen kann ich denn hier an? Ein Prototyp. Oh, hier ist einer. Guck mal, der hat Cyberware, dass er unsichtbar ist. Und er wollte mir auch keine Einzelheiten stellen. Sieht aus wie ein Kinderbuch. Burgen, Dietriche, König Coyote. Ich dachte, ich kann mit ihm reden. Da stand reden. Der hat sich verschluckt. Kann ich mit ihm reden? Schade. Das wäre schön, Franzi, aber echtes Leben geht immer vor. Also, ne, kein Stress. Wenn ihr keine Zeit habt, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ich freue mich immer, wenn ich euch sehe. Verpiss dich! Hab genug von Maden wie dir. Wie reden die alle mit Johnny? Neu hier? Was läuft in der großen Welt? Ich würde gern mit dem hier reden. Aber das geht nicht. Ich kann hier mit niemandem sprechen. Ja? Ich wollte mich nach Rogue erkundigen. Schöner Tag, oder? Jeden Tag das Gleiche. Hat meine Mutter dich geschickt? Also, wenn das so aussieht, wenn man DJ ist, ich fände es ja witzig. Könntest mich also nicht vergessen. Das ist wohl Rogue. Oder? Oh, das ist doch was anderes. Hast du ein bisschen Schnee für mich? Kann schon sein, Baby. Aber erst musst du was für mich tun. Was immer du willst. Bloß nicht jetzt. Ich hab's eilig. Franzi, du kannst doch nicht solche News hier so einfach droppen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja cool. Also Beschäftigungsverbot, je nachdem, wie man es sieht, aber herzlichen Glückwunsch. Das ist ja schön. Bald ein Zuschauer mehr. Das freut mich. Du warst schön. Hast du Rogue irgendwo gesehen? Nein. Dies hat sie aber gesehen. Hat eine 9. Jeez, wer ist Jeez? Nein, nein, mir geht's gut. Danke. Silverhand! Hab hier einen Schuldschein mit deinem Autogramm drauf!
Habe ich überhaupt Geld? Heute ist dein Glückstag. Oh, danke. Was, um die Kehle zu ölen? Das Übliche. Bitte. Hast du Roke gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide wärt nicht mehr, Tja, falsch gehört. Okay, wir haben Roke gefunden, wie es aussieht. Okay, wir gehen zu Roke. Ich hätte gern wieder mein Scan und meine... Verficktes Teil! Johnny, hilf mir mal kurz. Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Weiß nicht. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Und, was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie ficken. Wow. Hab gern geholfen. Ihr wisst auch nix. Nein, nein, die arbeitet nicht mehr für Prothero. Nö, keine Ahnung, was passiert ist. Ich brauche einen Namen. Nur einen. Ich wünschte, ich könnte mich dran erinnern. Was zur Hölle? Hilft das du bist. Auf die Sprünge? Nein, behalt die. Kann ich euch Wer weiß, wo die Fresse schon überall gewesen ist. Verpisst euch. Silverhand. Aha. Allein, soweit ich das sehen kann. Redest du jetzt mit mir oder nicht? Oder wer redet hier mit mir? Johnny. Wer ist jetzt Engels? Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Alle reden so mit von der Seite mit mir. Sieht bisschen aus wie Weltuntergang. Aber Franz, ich glaube, selbst wenn du zu Hause bist, gibt es bestimmt viele Dinge, die man dann so noch versucht zu erledigen. Dann gucken wir mal, wie das so mit der Zeit ist. Aber ich freue mich für dich, für euch. Gebäude rauszukommen, nicht länger. Reicht nie im Leben. Die Schockwelle macht im Umkreis von 500 Metern alles platt. Dann rennt halt schneller. Die Turner hat's geschafft. Es gibt keinen Grund, warum ihr nicht. Würdest nicht mit uns reden, wenn du dir die leisten könntest. Also laber hier nicht rum und sag fit, dass er auf unser Zeichen warten muss, okay? Bei wem kann ich mich denn noch erkundigen? Vergessen, wem du den Job gegeben hast? Oder hast du versucht, den Hurensohn zweimal Platz zu machen? Oder zählt der Typ hier hinten jetzt zum Erkundigen? Wahrscheinlich. Nee, er spricht mit dem... Hast du Roke gesehen? Nö, heute nicht. Okay, aber das ist immer noch. Erkundige dich nach Roke optional. Ich kann anscheinend noch jemanden fragen. Über wen? Ist Roke auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Hier ist wieder ein bisschen ruhiger. Einiges steht noch an, ja. Aber etwas Zeit wird sich sicher finden. Würde mich freuen. Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse. Ich hasse diese schleimigen Fixer-Arschlöcher. Ich hasse diese Bar. Ich auch, Roke. Johnny. Kenn dich nicht. Kein Problem.
Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist. Oh, ist sie das vom Spielecover? Ja, oder? Bin froh, dass ich dich gefunden habe. Dachte, du hättest vielleicht die Stadt verlassen. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion Wert legt. Mhm. So sehr, dass er selbst nicht mehr aufgekreuzt ist. Bringt also nichts, hier rumzusitzen. Hätte auch einen Job anzubieten. Ist dringend, aber ich zahl gut. Wie viel? Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ab. Rocksteady hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Dann Mal. Du bist diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Ist wichtig. Nennt mir euren Preis. Aha. Also entweder schwimmst du im Geld, oder du glaubst, dass wir eh nicht lebend rauskommen. Wie auch immer, du kommst mit. Deal. So ist es. Dringend, allerdings. Johnny, hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand, Sie werden uns begleiten. Bringst du mich zu alt? Hm, hatte ich mir gedacht. Du willst spielen? Mit mir? Na los! Was treffe ich denn nicht? Richtig gut! Ja! Yeah. Ach so, da ist eine Glasscheibe. Natürlich treffe ich da nicht. Hast ja echt einen großen Fanclub. Rock, du musst mir helfen. Help me. Rechtzeitig! Hey! Lass mir auch noch was übrig! Das kann nicht sein! Ja! Oh, hier ist so ein... So ein Springer. Alchemie, im Ernst? Wen hast du diesmal angepisst, Johnny? Gib dir Deckung! Ja! Yeah! Zeig's ihm! In Deckung! Oh. Da draußen ist ein Heli. Wenn wir mit denen fertig sind, werden nicht mal ihre Mutter sie wieder erkennen. Sehr gut! Weiter so! Also die Knarre von Johnny ist schon... Die hat Wumms. Lass mir auch noch was übrig. Wir müssen hier weg und zwar schnell. Ist noch wer? Wo müssen wir hin? Ärger. Unten werden noch mehr sein. Darauf wette ich. Okay, aber du musst mir helfen, Rogue. Ich muss dich überreden, stand da. Wir parken draußen. Kommst du? Thompson wartet im Auto auf mich. Wer? Medienfuzzi. Kennst ihn nicht. Richtig gut. Ja. Yeah.
Zahnratte! Ja! Oh. Ich will die Waffe haben. Das dachte ich mir beim letzten Mal schon, als ich mit Johnny unterwegs war. Oder was? Wir haben jemanden am Arsch. Arasaka! Dürfen uns nicht erwischen! Ziemlich langsam, oder? Und jetzt? Wir müssen die loswerden. Nächste rechts, los! Kommst du zurück? Ich glaube, die haben wir abgeschüttelt. Ich halte an, dann unterhalten wir uns. Richtig krasse Verfolgungsjagd. Wir haben die richtig gut abgeschüttelt. Sie konnten uns gar nicht folgen. Vor allem, wenn wir hier jetzt so offen stehen. Also dann, wen holen wir aus den Fängen von Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower, haben Sie sich ja dorthin gebracht. Es wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Yep, wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Nance, sie weiß, wie man Publikum anzieht. Ich rufe sie an. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Sind uns keine Zahlen zur genauen Anzahl der Verletzten bekannt. Aber unser Reporterteam ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar. Du nimmst die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Thompson, kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech? Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Ich glaube, da gibt's schon genug Aufzeichnungen. Wir rausschaffen. Mainframe. Wir müssen den Mainframe finden. Und jetzt konzentrier dich. Lass uns die Wichser festmachen. Weiter so!
abgeschlossen. Was jetzt? Moment, ich kümmere mich drum. Gebt mir Deckung. Beenden wir das. Achtung. Ich sehe sie. Kommen auf uns zu. Macht euch bereit. Fertig! Jetzt bin ich richtig angepisst. Wir sehen uns in der... In 5 Sekunden sind wir drin. Bereit? Bereit oder nicht, jetzt komm ich. Nicht ständig, geb ich zu. Halt mal runter! Lass mir auch noch was machen! Ja, zeig's ihm. Hallo Susi, schönen guten Abend. Hier ist gerade Action. Alle gucken mich an. Wieder so 2 Bosskämpfe haben wie gestern? Wir haben gewonnen. Wer auch sonst? Haben wir gewonnen? Muss hier irgendwo sein. Schützturm, Achtung! Beenden wir das. Pass auf den Geschützturm auf! Ich kann einfach nicht durch die Glasscheibe schießen, ne? Ich hab so eine Wumme, aber durch Glasscheiben geht nicht. Es gibt nur einen Weg. Nach vorne. Da wären wir. Für diese Tür brauchen wir einen scheiß Panzer. Hat jemand dazu eine Idee? Ich kann einfach aufmachen. Ich bin Panzer. Habe ich festgestellt. Lass mich mal. Ach, du Scheißteil! Oh, bin doch kein Panzer. Versuch's hiermit. Ah, jetzt verstehe ich, warum wir ihn dabei haben. Ach so. 3, 2, 1. Perfekt. Da oben ist. Wo ist meine Waffe? Ganz gut. Ist ja doch. Was siehst du das? Oh. Oh. Sehr gut. Weiter so. Oh, yes, Boss. Wie ich gesagt habe. Ja. Hey, ihr müsst die anderen auch tot machen. Oh. Ist er tot? Ist dann jetzt hier noch einer? Nee, ne? Hier ist alt. Zu spät. Ich rate dir, sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Hey, hörst du mich? Alt. Ist sie? Alt, komm schon, tu das nicht! Fuck!
Fuck! Deswegen ist Johnny pissig, Johnny. Auf Arasaka. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch ein... Ändert nichts! Sie ist... Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Also, raus damit, bevor du platzt. Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Aasgeier. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf. Fuck. Hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass ihr ein Paar wart? Dass sie Soulkiller geschrieben hat? Dass sie tot ist? Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen? Als Geist? Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Ach, sie ist hier. Alt ist entkommen. Ins Net. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka-Tower. Woher weißt du, dass Alt immer noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her. Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Netwatch hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie. Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit, durchzubrechen. Um mit Alt zu reden, sie zu kontaktieren. Katsching. Ach stimmt, wir sind ja im Eisbad.